So, das waren die Betrachter und die alten Schilder besagen Folgendes. Los geht's. Warnung, das Verhöhen von Wächtergolems ist untersagt, das kennen wir ja schon. Lichtern. Nein, folgt den Lichtern nicht. Ja, was denn? Die Aktivierung der Schalter ohne die Zustimmung des Baumeisters ist untersagt. Und falls ihr noch nicht wusstet, die Aktivierung der Schalter ohne die Zustimmung des Baumeisters ist untersagt. So, hier haben wir einen... Ich weiß gar nicht, was das für Schalter sind. Die sehen beide gleich aus. Ich kann mir vorstellen, dass die uns in eine normale Phase versetzen, beide. Los geht's. Und ich habe das Gefühl... ...dass das nicht unbedingt die beste Idee war. Schalter G, Schalter M. Schalter W, Schalter C. Okay, da haben wir eine gelbe Phase. Und jetzt habe ich hier eine Mücke genau vor dem Gesicht. Mistvieh. Ich glaube, ich mache gleich mal Spielpause und hol mir die. Die versucht es die ganze Zeit schon. Ja. Wo war ich? Wir haben Schalter G, Schalter M, wofür auch immer das steht. Gelb und Mila oder so. Und da haben wir Schalter W wie Weiß und Schalter C wie Cyan. Wofür kann denn M stehen? Pink ist es ja... Mink? Mangofrucht? So, ich speichere jetzt mal den alten Spielstand. Den überschreibe ich jetzt mal. Und mache jetzt mal ein kleines Päuschen und probiere es beim nächsten Mal weiter. Bis gleich! So, da sind wir jetzt wieder. Noch immer hier unten. Ich habe zwischendurch ein kurzes Päuschen gemacht. Und wenn ich sage, ein kurzes Päuschen, dann meine ich bescheidene 7 Tage. Hey! Muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und gerade eben beim Reinkommen habe ich das einfach nur durch Zufall. Also das Glück ist mit den Dummen. Ich habe hier irgendwie das Rätsel gelöst. Aber das werde ich jetzt nicht gleich machen. Sondern zuvor noch ein bisschen die Gegend erkunden und aufräumen, weil mit dem Rätsel hier kommen wir quasi in eine rote Phase. Und da wollen wir eigentlich noch gar nicht rein. Nein, wollen wir nicht. Nein, diskutieren ist zwecklos. Erstmal wollen wir hier oben, da habe ich übrigens auch schon ausgekundschaftet. Denn ich habe endlich mal versucht, diesen, ich nenne ihn halt God-Mode-Bug irgendwie wegzukriegen. Weil der ganze Char war verbuggt, das hatten wir ja schon in Awakening. Dann hatten wir es nicht, aber wir haben, glaube ich, auch den gar nicht mehr gespielt. Aber jetzt haben wir es schon wieder. Und jetzt habe ich einfach mal versucht, den loszuwerden. Und ich kann nur hoffen, dass das jetzt immer noch hält. Das wäre ganz formidabel. Also ich bin vorhin in einem Test gestorben. Ich habe mich zwischen diese Herrschaften gestellt. Habe es mal ausprobiert und es hat funktioniert. Oh, halt. Und wir müssen natürlich erstmal, bevor wir den Krieger... Obwohl, der ist ja eh schon fast weg. Müssen wir vorher nochmal das Phantom ausschalten. Weil das ist ein Magier. Das Haus steht. Und jetzt gerne den Armbrustschützen. Die anderen stehen unter meinem Schutz. Na los doch, das ist doch Pippi. So, haben wir das. Und jetzt schauen wir uns hier mal überall ein bisschen um. Ich speichere vorsichtshalber nochmal ab. Das, ach, von hier kommen wir ja. Das mit dem Sterben könnte ich demonstrieren, aber ich vermute einfach mal, das werden wir recht schnell herausfinden. Hier kommen, glaube ich, noch ein paar Gesellen. Und jetzt müssen wir erstmal alle auf Phantomas! Du bist des Todes! Los geht's! Da ist irgendwas. Na los! Stör! Sehen haben wir dann noch 3 geisterhafte Krieger und einen Schatten. Nehmen wir natürlich erstmal den Krieger.
Lasst sie nicht entkommen! Schmetter die Krieger nieder! Und du auch, du Schande! Kehre zurück zu den Deinigen! So, und da ist Ruhe. Hier kommen wir gerade erstmal noch nicht hin. Hier kommen wir nur mit der roten Phase hin. Wir können mit der Barriere reden, aber die hat nicht viel zu sagen, wie es aussieht. Das ist eine sehr schüchterne Barriere. Hat halt eine Barriere aufgebaut. Ah. Und hier haben wir zum Beispiel eine Tür. Da wären wir mit der roten Phase nicht durchgekommen. Soweit habe ich schon mal geschaut. Und ich habe aber keine Ahnung, was dahinter liegt. Weil in der normalen Phase war ich da noch nicht drin. Darion. Ah, Darions Tagebuch und Darion. Und zwei Golems und ein altes Schild und ein Schnellspeicherpunkt. In diesem Bereich werden schützende Kopfbedeckungen empfohlen. Ja, ich habe ein bisschen... Naja, die Golems werden bestimmt gleich aufwachen. So ein Zufall. Und er ist sofort am Schmettern, der alte Penner. Mann, 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 Mann. Da fliegt mir die Hose weg. Zu Befehl. Jetzt lauf doch dahin und warte nicht, dass du geschmettert wirst. Idiot. Na, was soll's, dann den mümmeln wir mal damit um. Dann haben wir nämlich zumindest eine Sorge weniger. So, da sind sie schon hinfort. Das ging ja relativ zügig. Der fette Golem stellt sich auch immer einen Weg. So, wo ist denn das Tagebuch? Ich will erstmal das Tagebuch lesen unter deinem Fuß. Ah, blöder Klops. So, und nochmal das Tagebuch. Da ist das Tagebuch. Ich kann es noch immer da draußen hören. Es weiß, dass ich hier bin. Ich kann nicht zurück in die Schmiede. In einem der Schächte ist Licht. Ich kann meinen Fluchtweg sehen. Aber ich erreiche ihn nicht. Der Boden ist zu feucht und der Fels zu rutschig. Ich könnte dort rausgehen und es schnell hinter mich bringen. Oder ich bleibe hier. Mein Tod steht fest, egal wofür ich mich entscheide. Ich möchte da ganz kurz was zwischenwerfen. Also ich... weiß nicht, ob ihr euch da auskennt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal Tagebücher geschrieben oder so. Aber ich kenne wirklich niemanden, der in sein Tagebuch niederschreibt, wie er angstvoll stottert. Also ich. Das denke ich mir vielleicht, aber ich schreibe doch nicht dann ins Tagebuch ich. Nur mal so als, also ich kratze mich ja gerade am Kopf. Natürlich. Ich kann es noch immer da draußen hören. Es weiß, dass ich hier bin. Ich kann nicht zurück in die Schmiede. In einem der Schächte ist Licht. Ich kann meinen Fluchtweg sehen. Aber ich erreiche ihn nicht. Der Boden ist zu feucht und der Fels zu rutschig. Ja, das kommt davon. Schärfe der verbotenen Geheimnisse. Verbessert Blutmagie. Was? Ich könnte dort rausgehen und es schnell hinter mich bringen. Bring es hinter dich. Oder ich bleibe hier. Ja, oder bleib hier. Mein Tod steht fest, egal wofür ich mich entscheide. Wie man sieht, ist ja sehr offensichtlich. Verbessert Blutmagie ist natürlich sinnvoll, wenn man kein Blutmagier ist. Weil da mit dabei hat man eh nur den Magier hier. Das heißt, der Gürtel bringt genau gar nichts. Los geht's. Aber wir finden Darions Notizen. Dies scheinen Darions Notizen über die Schalter im Kontrollraum zu sein. Unter einigen durchgestrichenen Zeilen stehen die Buchstaben GMWC. Ah. Und der ein oder andere weiß jetzt schon, wofür das GMWC gut ist. Wir haben ihn gefunden. Armer Bastard. Mögen die Ahnen ihm gnädig sein. Darion ist tot? Aber er ist noch ganz. Nicht in Fetzen. Er hat mehr Glück als die meisten. In der Tat. So, das heißt, wir haben hier eigentlich nur den Hinweis gefunden, wie...
Ach, jetzt bleiben die Heinis da wieder stehen. Ach, hallo, Heinis. Jetzt haben wir nur den Hinweis gefunden, letzten Endes, wie wir hier mit den Schaltern verfahren. Und dazu speichere ich nochmal ab, weil ich den Golems hier nicht traue. So, GMWC war das. Ist ja witzig. GMWC. Rot. Quest aktualisiert. Betritt die Schmiede, um Amgarak zu zerstören. Du hast dir Zutritt zur Schmiede verschafft. Zerstöre Amgarak von der Schmiede aus, um zu entkommen. Aufsteigen können wir auch. Und ich weiß zufällig, dass das nötig sein wird. Nehme ich mal Konsti. Und hier habe ich jetzt das Problem. Alles voll, alles voll. Plünderer, alles voll. Krieger, alles voll. Class Name not found. Tja, sieht nach Blutmagie aus, aber offensichtlich kann ich das hier nicht mehr weitermachen, wegen eines Bugs oder keine Ahnung. Zwei Waffen ist voll, Bogen scheißen will ich nicht, das tut immer so weh. Waffe und Schild brauchen wir nicht, zweihändig ist das Einzige, was bleibt. Oder ich behalte einfach das Talent, weil ich es einfach nicht gebrauchen kann. So, und das hier ist übrigens noch was, was ich ganz kurz anmerken wollte. Das hatte ich in der vorherigen Aufnahme, denn das hier ist schon die zweite Aufnahme, weil ich ja diesen blöden God-Mode endlich raushaben wollte. Deswegen spiele ich gerade alles nochmal neu. Und hier sieht man sehr deutlich, was hier wirklich noch sehr buggy ist beim DLC. Also man spielt unterirdisch und ständig hängt man mit der Kamera in irgendwelchen komischen Torbögen oder Steinen drin. Das ist relativ ätzend. So, und jedes Mal laufe ich übrigens hier hin, wo ich falsch bin. Wobei mich interessieren würde, ob es da jetzt noch eine rote Tür gab, aber ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass es so war. Und wenn doch, dann muss ich später gucken. Ich speichere das jetzt als rote Phase ab, falls noch eine Tür war. Die rote Phase. Und da entschwindet... Hier liegen auf einmal Notizen, die in der normalen Phase leuchten, aber in der normalen Phase gar nicht da sind. Was übrigens ganz interessant ist. Mal so am Rande erwähnt. Und hier gibt es ein... Nein, nicht da! Nicht da rein! Ich dachte, du vertraust Darien. Er hat gesagt, wir müssen in die Schmiede. Sie ist der Ort, an dem wir alles finden werden. Alles. Auch meine Forschung. Nein, Jarek! Hörst du es denn nicht? Zischen, jagen, es wartet da drin. Es wird sich dein Gesicht überziehen, Jarek. Es wird es dir in Streifen herunterreißen. Das ist ja nicht so nett. Aber ich möchte dann direkt mal was probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, keine Ahnung. Ist jetzt ein bisschen tricky und zwar lasse ich die Herrschaften hier draußen warten. Kann ich das überhaupt? Ach, weißt du, ich probiere das mal aus. Einfach damit der Kampf ein bisschen leichter ist vielleicht. So, wo kommen wir denn hier hin? Vor allen Dingen, wo kommen wir denn hier hin?